Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, liegen bei dir, Herr, füll uns die Hände. Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, liegen bei dir, Herr, füll uns die Hände. Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, liegen bei dir, Herr, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Laetare heißt dieser Sonntag. Das ist Latein und bedeutet, freut euch. Freut euch im Herrn alle Wege. Mitten in der Zeit, an der wir an das Leiden und Sterben Jesu denken, mitten in dieser Zeit ein Aufruf zur Freude. Freude, da ist der Blick in die Zukunft schon mit dabei, das Wissen, die Zeit des Leidens wird ein Ende haben und danach wird es umso schöner, umso besser sein. Freut euch, nach dem Kreuz von Karfreitag wird Ostern kommen und diese Gewissheit hilft uns, schwere Zeiten auszuhalten, zu durchleben. Amen. Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich große Angst. Ich bin ganz alleine. Wer ist da, der mich tröstet? Manchmal bin ich sehr traurig. Oft weiß ich nicht einmal, warum. Warum? Wer ist da, der mich in seinen Armen nimmt? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass niemand mich leiden kann. Oft mag ich mich selbst nicht. Wer ist da, der mich verstehen kann? Manchmal bin ich feig. Ich schweige, wenn ich reden sollte. Ich rede, auch wenn ich schweigen sollte. Mir fehlt der Mut, das Rechte zu tun. Wer ist da, der mir hilft? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich Angst vor dem Sterben. Ich weiß nicht, wie das ist. Wer ist da, der mich in meiner Angst begleitet? Gott ist für mich da, er hat mich lieb. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. So spricht der Herr, dein Erbarmer. In dir ist Freude, in allem Leid. Von Schanden, rettest von Banden, wer dir verdient.
Stadt wohl gebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden. Halleluja. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt oder Tod. Drum wir dich hinden, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren, mit hellem Schalle freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja! Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort oben mit Herz und Munde. Halleluja! Hallo Friedhelm. Hallo Jörg. Friedhelm, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir denn? Nicht gut. Warum? Ich habe Sehnsucht nach den Kindern. Ich habe die so lange nicht gesehen. Oh ja, das stimmt. Du hast die Kinder lange nicht gesehen. Aber weißt du was? Die Kinder können dich sehen. Echt? Ja, guck mal. Da steht die Kamera. Die Kinder können dich sehen und können dir zugucken und uns beide hören. Oh, das ist ja schön. Hallo Kinder, hallo Kinder. Friedhelm, was hast du denn da in deiner Hand? Na, das hat mir die Frieda geschenkt zu Weihnachten. Eine Tüte mit Samen für Schnittlauch. Und die Tüte hebst du jetzt auf. Die ist mir ganz wichtig. Hat mir Frieda geschenkt. Ja, ja, das hast du schon gesagt, dass der dir Frieda geschenkt hat. Und die Tüte? Na, die trage ich immer bei mir. Die habe ich immer in der Hosentasche. Und ich passe auf, dass die Tüte nicht kaputt geht und dass sie nicht nass wird. Die ist mir ganz wichtig. Friedhelm, mir hat die Frieda auch Schnittlauchsamen geschenkt. Oh, was ist das denn? Na, das ist Schnittlauch. Boah. Und wo ist deine Schnittlauchtüte? Na, die Tüte habe ich aufgerissen. Wie? Die schöne, bunt bemalte Tüte hast du aufgerissen? Ja, die habe ich aufgerissen, weil ich ja sonst nicht an das komme, was da drin ist. An den Samen für Schnittlauch. Du hast die Tüte aufgerissen. Ja, ich habe die Tüte aufgerissen und dann habe ich die kleinen Krümel, die da drin sind, die Samen für Schnittlauch rausgenommen und habe sie in Erde gesteckt und nass gemacht. Du hast die nass gemacht? Da gehen die ja kaputt. Ja, klar gehen die dann kaputt. Aber guck doch mal, was da draus geworden ist. Schnittlauch. Können wir nachher was zum Mittagessen zusammen? Du hast die Tüte aufgerissen und die Samenkörner einfach in den Dreck geschmissen und nass gemacht. Genau. Und dann sind sie gewachsen. Immer der Sonne nach. Und jetzt haben wir beide zusammen Schnittlauch. So ist das. Manchmal muss was kaputt gehen, damit was Neues werden kann. Und Samenkörner müssen in die Erde kommen und gehen da kaputt. Und dann wachsen daraus Blumen, Sträucher, Bäume und auch Schnittlauch. Hat Gott sich das so ausgedacht? Ja, das hat sich Gott so ausgedacht. So
So funktioniert das mit den Pflanzen und den Blumen und so funktioniert das auch mit uns Menschen. Manchmal müssen wir uns verabschieden, um etwas Neues anzufangen. Da gibt es Kinder, die ziehen in eine andere Stadt und lernen andere Freunde kennen. Das wäre ihnen nie gelungen, wenn sie hier geblieben wären. Und manchmal muss man Samenkörner in die Erde stecken, damit sie kaputt gehen, damit da was draus wird. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt, dann wächst ganz viel Frucht daraus. Und er erzählt das, um uns zu erklären, wie das mit Ostern ist. Dass Jesus stirbt am Kreuz, aber dass er nicht tot bleibt, sondern lebendig wird und etwas Neues entsteht. So wie aus dem Samen für den Schnittlauch so eine schöne Pflanze geworden ist. Und dein schönes Paket, was dir Frieda geschenkt hat, vielleicht kannst du es ja ganz vorsichtig aufmachen, dass wenigstens die Tüte heile bleibt, die bunten Bilder zu sehen sind und du dich immer erinnerst, dass Frieda dir das geschenkt hat. Und wenn dein Schnittlauch gewachsen ist, dann kannst du ja mit Frieda zusammen ein Essen daraus machen. Quark zum Beispiel mit Schnittlauch. Oh ja, das mag ich total gerne. Viel Spaß beim Essen. Und ihr Kinder, vielleicht kauft ihr euch ja oder lasst euch von euren Eltern Samen mitbringen. Zum Beispiel für Kresse. Das ist am einfachsten, wenn ihr die auf eine feuchte Unterlage legt. Etwas Watte, etwas Küchenpapier und immer schön feucht haltet, dann habt ihr zu Ostern kleine grüne Pflanzen. Die könnt ihr angucken oder essen. Viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss. Kommt das in die anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Lob sei dir, o Christus. Manches Holz ist schon vermodert, manches Holz ist frisch geschlagen, bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel sammeln sich in diesen Tagen Splitter. Mancher Zorn ist längst erloschen, mancher Zorn birgt neue Fragen, bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel oder auf in diesen Tagen Funken der Erinnerung aus der Asche neue Klagen. Manches Wort schreit in der Seele, manches Wort wird laute Klagen, bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel werden laut in diesen Tagen Fetzen der Erinnerung, Schrecken, die noch Wunden schlagen. Mancher Trost ist tief verborgen, mancher Trost will Hoffnung wagen, bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel leuchten auf in diesen Tagen Träume der Erinnerung, Gottes Worte, die uns tragen. Wir wollten doch Jesus sehen. Die Griechen kamen zu spät. Sie hatten eine weite Reise, sie wollten nach Jerusalem, sie wollten erleben, wie es ist. Jesus, der berühmte Jesus, der Heiler und Prediger, er zieht in die Stadt ein. Sie wollten mit jubeln und sie wollten Jesus aus der Nähe sehen. Aber nun kamen sie und es war vorbei. Wir wollten doch Jesus sehen. Wer kann ihnen helfen? Die Griechen sprechen Philippus an. Philippus hat einen griechischen Namen, obwohl er kein Grieche ist, er kommt aus Galiläa. Aber vielleicht dachten sie, der kann uns helfen. Der hat unsere Kultur, unsere Sprache, das ist einer, der uns versteht. Und Philippus geht zu Andreas und zusammen gehen sie zu Jesus. Es ist ein wenig wie stille Post. Einer sagt dem anderen weiter. Die, die zu spät kamen, sind darauf angewiesen, dass andere ihnen erzählen, was passiert ist, worum es geht. Und Jesus antwortet mit einem ganz rätselhaften Wort. So rätselhaft ist es nicht. Das Weizenkorn fällt in die Erde und bringt viel Frucht. Dazu muss es sterben. Das weiß jeder Bauer und jeder Kleingärtner. Aber in diesem Zusammenhang ist es merkwürdig. Und es erklärt ganz viel. Ja, es gibt ein zu spät. Die Griechen, die zu spät zum Fest kamen, sie können es nicht mehr erleben. Und auch wir alle haben in unserem Leben Dinge verpasst. Unsere Jugend kommt nicht wieder. Aber der Blick nach vorne, es kommt etwas Neues, etwas anderes. Das, was gewesen ist, können wir nicht mehr erleben. Aber es kommt etwas Neues, ein neues Leben. Davon erzählt Jesus, verbunden mit dem Bild des ersterbenden Weizenkornes. Das, was gewesen ist,
Es muss sogar geopfert werden. Man muss etwas loslassen, um Neues zu erleben. Ein Trostwort, das er uns damit gibt. Gegen all unsere Verzagtheit, gegen unsere Angst. Ja, zum Leben gehört das Abschiednehmen dazu. Zum Leben gehört es dazu, dass wir etwas vergeblich tun. Und Gott schenkt uns einen neuen Anfang, einen neuen Beginn. Amen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne, vom Aufgang der Sonne, sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne sei gelobet der Name des Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Herr unser Gott, du gehst mit uns auf den schönen und auf den schweren Wegen. Du lässt uns niemals allein, darum können wir es auch aushalten, wenn die Tage manchmal dunkel, die Wege steinig und schwer sind. Wir bitten dich, sei du bei allen, die Angst haben, und schenke ihnen Mut. Sei du bei allen, die traurig sind, und tröste sie. Sei du bei allen, die sich allein gelassen fühlen, und sei ihnen spürbar zur Seite. Wir bitten dich für die Kinder dieser Welt, dass sie behütet aufwachsen dürfen. Wir bitten dich für uns Erwachsene, dass wir den Kindern Vorbild sind in allem, was wir tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.